Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu Gute Nacht Österreich. Wären Sie traurig, wenn Sie innerhalb kurzer Zeit zum Millionär würden? Ich verspreche Ihnen, das wären Sie, wenn Sie vorher Milliardär gewesen sind. Am Mittwoch ist offiziell bekannt geworden, dass sich René Benko von der Spitze des Signa-Beirats zurückziehen will. Letztlich ist ihm keine andere Wahl geblieben. Von Ratingagenturen als hochriskant eingestuft, kämpft der Signa-Konzern mit über 10 Milliarden Euro Schulden ums wirtschaftliche Überleben. 10 Milliarden Euro oder, wie René Benko sagt, Mutti! Wenn das Unternehmen jetzt nicht rasch reagiert, droht sogar Insolvenzgefahr. Wobei ich nicht verstehe, wie kann die Signa nicht flüssig sein, wo doch dem Benko das Wasser bis zum Hals steht. Fest steht, René Benko gilt zwar als Immobilien-Tycoon, seine größte Baustelle ist mittlerweile aber die Signa selbst. Daher muss jetzt ein Sanierer ran und retten, was noch zu retten ist. Doch es ist alles andere als einfach, die finanzielle Lage der Signa-Gruppe zu beurteilen. Denn das Firmengeflecht mit ca. 1000 Unternehmen ist noch schwerer zu durchblicken als der Finanzausgleich des Bundes oder der Modus der UEFA Nations League. Noch dazu musste die Gruppe in den letzten Wochen eine Schreckensmeldung nach der anderen hinnehmen. Zunächst ist der Online-Sportversand Signa Sports United pleite geworden. Ja, damit gehört Benko zu den wenigen Menschen, denen beim Sport nicht die Puste ausgegangen ist, sondern das Geld. Dann sind keine Mittel mehr da für die unfertigen Immobilien. Ja, was viele von uns nur vom Monopoly kennen, ist für Benko bittere Realität geworden. So hat sich herausgestellt, dass viele Benko-Immobilien letztlich nur Kartenhäuser sind. Bauprojekte in Hamburg und Stuttgart wurden in der Folge gestoppt, weil die Signa die Rechnungen nicht mehr zahlen konnte. Und ins Goldene Quartier in Wien zieht womöglich bald ein neuer Mieter ein, der Kuckuck. Hat Benko also letztlich nur Pyramiden gebaut, weil am Schluss alles ein Pyramidenspiel gewesen ist? Fest steht, dass der rasante Umschwung in der Weltwirtschaft gerade dem Immobiliensektor schwer zugesetzt hat. Hohe Bau- und Energiekosten, enorm gestiegene Kreditzinsen und in der Folge sinkende Nachfrage samt Abwertung der Immobilien. Ja, viele Häuselbauer sind allerdings beruhigt. Sie werden aus denselben Gründen einen deutlich niedrigeren Verlust einfahren. Bei Benko konnten die Investoren allerdings nicht länger zuschauen. Sie sind halt leider so die Investoren, ne? Wenn keine Erträge da sind, werden sie unerträglich. Allen voran der Mitgesellschafter der Signa Holding, Hans-Peter Haselsteiner. Der wollte so schnell wie möglich die Reißleine ziehen und Benko und hat daher Benko aufgefordert, den Platz an der Signa-Spitze freizumachen. Haselsteiner weiß halt, dass man oft schnell sein muss, um Geld zu retten oder, wie er es ausdrückt, 2 Minuten, 2 Millionen. Die nächsten Wochen werden jetzt zeigen, ob es noch nicht zu spät ist. Und das Wirtschaftswunderkind Benko wird sich vermutlich fragen, wo die Selbstsicherheit des jungen René hingekommen ist. Haben Sie je Bedenken gehabt, dass das schiefgehen könnte? Nein, ganz im Gegenteil. Ich war immer davon überzeugt, dass die Investments, die ich als Unternehmer tätige, grundsolide sind und auch sehr viel Zukunftsperspektive haben. Ja, wie diese Zukunft aussieht und welche Perspektive René Benko persönlich hat, werden wir sehen. Eine Lösung wird es in jedem Fall geben, denn wie lautet die gute alte Finanzregel? Haben Sie 10.000 Euro Schulden, haben Sie ein Problem. Haben Sie 10 Millionen Euro Schulden, hat die Bank ein Problem. Aber haben Sie 10 Milliarden Euro Schulden, dann hat der Steuerzahler ein Problem. Im nächsten Jahr finden wieder Nationalratswahlen statt. Und während sich alle Parteien mittlerweile darauf vorbereiten, gibt es tatsächlich nur eine, die schon alles organisiert hat. Die KPÖ. Also für Menschen, die nicht genau wissen, was die KPÖ ist, das ist jene Partei, die alle anspricht, denen Andreas Babler noch zu weit rechts steht. Letztes Wochenende haben sich erstmals seit 20 Jahren wieder sämtliche Kommunisten aus ganz Österreich zu einer Parteikonferenz getroffen. Passenderweise in Graz, wo man mit Elke K. ja auch die Bürgermeisterin stellt. Dabei wurde fixiert, dass die Partei bei der Nationalratswahl 2024 antreten wird. Auf Listenplatz 1 wurde der Steirer Tobias Schweiger gewählt, auf Listenplatz 2 die Salzburgerin Bettina Prohaska. Das neue Spitzenkandidaten-Duo wurde anschließend auch gleich präsentiert oder, wie man es intern genannt hat, hinter dem eisernen Vorhang hervorgeholt.
Aber warum überhaupt eine Doppelspitze, fragen natürlich viele. Ja. Immerhin muss man sich dann gleich zwei Menschen merken, von denen man nie zuvor gehört hat. Andererseits ist es klar, bei den Kommunisten braucht es einfach zwei Leute, um Hammer und Sichel zu tragen. Bitte um Entschuldigung. Die KPÖ setzt auf soziale Themen wie Wohnen oder Gesundheit und damit rechnet sie sich auch Chancen auf einen Einzug ins Parlament aus. Nicht ganz zu Unrecht, wie das letzte Wahlergebnis in Salzburg gezeigt hat, wo Kai Michael Dankl im April mit der KPÖ in den Landtag eingezogen ist. Ja, Kommunismus finden vor allem diejenigen gut, die nicht mit ihm aufwachsen haben müssen. Die anderen haben eher Angst davor. Aber keine Sorge, die Kommunisten wollen niemanden enteignen. Sie sind einfach nur für eine Vermögensteuer in der Höhe von 100%. Auch die Grünen rüsten bereits für die Nationalratswahl und ja, so wie es ausschaut, will es Werner Kogler noch einmal wissen. Auf jeden Fall will er wissen, was die grüne Basis von ihm hält. Daher ist er derzeit in unregelmäßigen Abständen mit seiner Lass-uns-reden-Tour im ganzen Land unterwegs. Am Dienstag war Werner Kogler nun zu Gast im Burgenland. Höchste Zeit also, dem Vizekanzler in freier Wildbahn nachzustellen und natürlich passend zum Tournamen mit einem Mikrofon. Ich melde mich hier aus Neusiedl am See von Werner Koglers großer Lass-uns-reden-Tour. Lass uns reden. Sagt man das nicht, wenn man eine Beziehung beendet? Macht er heute Schluss? Warum sind Sie heute hier? Sind wegen Werner Kogler oder wegen Wein? Naja, ich bin da, weil ich da arbeite. Ich bin Landessprecherin der Grünen Burgenland und ich muss begrüßen. Das Motto vom Weinwerk ist Genuss pur. Ja. Wird man heute vermutlich eine Ausnahme machen, ne? Ich schätze, es wird sicherlich ein bisschen trockener als der Wein. Also nach der Begrüßung werden Sie heimgehen? Relativ rasch, ja. Okay. Welcher Grüne ist Ihnen denn lieber, der Vizekanzler oder der Veltliner? Ist nicht so leicht, ne? Nein, den Veltliner. Hundertprozentig. Natürlich der Vizekanzler. Ah ja, okay. Haben Sie aber ein bisschen nachdenken müssen. Naja. Ja, lass uns reden, heißt die Tour. Ich glaube, sie könnte doch genauso gut heißen, lass mich reden. Ne? Ja, aber ich höre ihm gern zu. Glauben Sie, dass der Herr Kogler deswegen jetzt so gerne mit seinen Fans spricht, weil er in der Regierung nichts mehr zu sagen hat? Na, der hat schon noch was zu sagen. Wenn Sie ihn anfeuern, so bravo Werner, bravo Werner. Nein. Oder vielleicht alle im Chor, Werner, Werner. Na, das glaube ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, danke, das gibt eine Energiewende. Ich bin immer angehalten, schnell zu reden, weil sonst ist gleich eine halbe Stunde vorbei, so lange soll es noch dauern. Die Veranstaltung heißt Lass uns reden. Aber wäre es nicht ehrlicher, dass man sagt, lasst mich reden? Naja, es hat lang gedauert. Ich glaube, es sind viele Wortmeldungen gewesen, die auch noch zu kurz waren. Aber natürlich rede in erster Linie ich. Da haben Sie völlig recht. Dazu sind wir ja unterwegs. Sind Sie zum Reden gekommen? Ich wollte gar nicht zum Reden kommen. Weil Sie gewusst haben, dass das nicht passieren wird, ne? Wenn der Werner Kogler redet. Kann das sein, dass Sie so eine Art Mick Jagger der Innenpolitik sind, also auf Abschiedstour? Und nächstes Jahr gibt es dann die nächste Abschiedstour. Ich meine, wenn ich mir das anschaue, hätte man ja glauben können, die Rolling Stones waren eigentlich Anfang der 70er Jahre schon auf Abschiedstour. Und jetzt ist 50 Jahre später. Das wäre nicht einmal für unsere Demokratie gut, wenn wir 50 Jahre regiert hätten. Auf die Abschiedstour geht er nicht, aber ein Rockstar ist er. Gut, dann vielen Dank für das Gespräch. Jetzt sind Sie aber schon froh, dass ich nicht nach jeder Frage gesagt habe, bitte um eine kurze Antwort, oder? Extrem froh. So bin ich. Thanks. Kennen Sie
Brielle Acero, das ist eine Influencerin der Generation Z. Doch bei ihren bisher 130.000 Followern kann die New Yorkerin leider nicht allein von ihren Social-Media-Videos leben und so hat die Arme einen Job im Marketingbereich annehmen müssen. Doch bereits nach dem ersten 8-Stunden-Arbeitstag ist sie zusammengebrochen. Es war ihr einfach alles zu viel. And then like I don't have time to do anything. I want to shower, eat my dinner and go to sleep. I don't have time or energy to cook my dinner either. Like I don't have energy to work out. Like that's out the window. Like I'm so upset. Oh my god. Ja, immerhin tröstlich, dass sie nach einem 8-Stunden Arbeitstag noch die Kraft gehabt hat, ein TikTok Video zu drehen. Aber wie soll man nach einem 8-Stunden-Tag wirklich noch genug Energie für anderes haben? Ja, ganz einfach, man bleibt so lange es geht daheim bei Mama wohnen. Also bis es der dann eben zu viel wird. Aus solchen Gründen macht sich Arnold Schwarzenegger Sorgen um die Jugend. Er hat Angst, dass eine ganze Generation an Weicheiern heranwächst. Aus seiner Sicht auch verständlich, Arnie hat immerhin als Terminator die Welt gerettet und am Schluss noch cool gesagt, I'll be back. Ein Satz, den viele aus der Generation Z nach ihrem ersten Arbeitstag nicht mehr so locker über die Lippen bringen. Aber gut, Arnold Schwarzenegger ist auch nur ein Boomer und ich bin Generation X. Daher will ich die Frage, ob die Generation Z eine Generation von Jammerlappen oder Weicheiern ist, gar nicht selbst beantworten, sondern sie an einen Experten weitergeben, nämlich an Benedikt Mietmannsgruber. Er ist schließlich Jugendsprecher von Liebenau, einer kleinen Gemeinde im Mühlviertel. Ja, schönen guten Abend, Herr Mietmannsgruber. Hallo, Herr Peter Klien, ich bin der Benedikt Mietmannsgruber. Dann frage ich Sie gleich einmal direkt, jammert Ihre Generation, die Generation Z, wirklich zu viel? Solche Fragen nerven mich einfach extrem. Ich bin extra aus dem Mühlviertel hergefahren, dann nach Wien, zu Guten Morgen Österreich. Ich bin 17 Stunden mit dem Auto hergefahren, über Tschechien, Polen und Weißrussland. Und dann kriege ich gleich so eine depperte Frage. Außerdem habe ich Kreuzwe, Sodbrenner und ein Wimmel neben der Brustwarzen. Das regt mich einfach auf. Also nein, ich finde die Generation Z, die haben nicht zu viel. Keine Ahnung, wie es auf das kommt. Gut, Ihre Generation will ja auch nicht mehr von 9 bis 5 arbeiten. Die Work-Life-Balance scheint das Wichtigste zu sein. Teilen Sie den Eindruck? Den Eindruck teile ich auf jeden Fall. Aber bei mir ist das Ganze in letzter Zeit ein bisschen aus der Kontrolle geraten. Also ich habe sehr wenig Work und extrem viel Life. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich mit dem ganzen Life machen soll. Ich habe jetzt meinen Chef angerufen, ob ich am Freitag vielleicht nicht doch wieder bis 5 Uhr arbeiten darf. Aha, Arnold Schwarzenegger hat auch davon gesprochen, dass die heutige Jugend eine Generation von Weicheiern ist. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf? Ja, ich meine, der Schwarzenegger Arnold hat leicht reden. Er hat damals nur zum Trainieren ins Fitnessstudio gemessen und nicht so wie wir zum Selfies machen und Instagram-Stories posten. Mein bester Freund, der Schwänzberger Johannes, der hat sich letztens im Fitnessstudio einen Muskelfaserriss im Daumen zugezogen. Normal macht er nur 40 Selfies, aber letztes Mal hat er es komplett übertrieben und wollte 80 probieren. Das geht nur mit Anabolika. Gut, Ihre Generation ist also wirklich nur ständig mit dem Smartphone beschäftigt? Finde ich überhaupt nicht. Also, schau bitte, Klin, ich habe 2 neue Follower dazu gekriegt. Endlich folgen mir Mama und Papa. Ja, gut, es wollen ja auch noch viele Jugendliche bei ihren Eltern, um die Miete zu sparen, oder? Ja, das stimmt wirklich. Ich bin jetzt 26 Jahre alt und ich wohne auch noch immer bei meinen Eltern. Der Papa hat mich halt hergeführt. Ich schlafe sogar noch zwischen meinen Eltern im Bett. Aber in letzter Zeit stört das Mama und Papa eh voll. Also keine Ahnung warum. Vielleicht, weil ich jetzt eine Freundin habe und einen Hund. Aber ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Mein Papa ist 62 Jahre alt und er schläft auch noch immer zwischen seinen Eltern. Schon langsam wird der Platz im Bett von der Familie mit uns gerade ein bisschen eng. Aber ich dann auch zu meinen Eltern gesagt, wenn es euch stört, dann könnt ihr es gerne ausziehen. Ich meine, ganz ehrlich, wieso soll ich nie von daheim ausziehen? In 20 Jahren erbe ich sowieso alles. Für die paar Jahre mache ich mir jetzt da keinen Stress mehr. Ja, kein unnötiger Stress, ist auch ein gutes Stichwort. Ihre Generation bekommt immer öfter den Vorwurf, antriebslos zu sein. Naja, der Schwänzberger Günther, der hat jetzt vor kurzem seinen 90er gefeiert, der hat zu mir gesagt, ihr Jungen, ihr müsst euch was aufbauen. Und ich bin dann schon gefragt, was soll man bitte aufbauen? Es steht ja eh schon alles da. Wieso soll man sich als Generation Z noch was anschauen? Nach Z kommt eh nichts mehr. Die Leute in meinem Alter, die wollen sich kein Häusl mehr bauen. Ich habe das letztens meinen Großeltern erzählt. Sie waren so schockiert, sie sind dann sogar beide aus dem Bett rausgefallen.
Gut, dann hätte ich noch eine letzte Frage. Und zwar nein, mit Freizeit nicht mehr. Es war so anstrengend, das Gespräch. Hör mal lieber auf. In Ordnung. Dann sage ich danke für den Besuch im Studio an Benedikt Mietmannsgruber. Wir kommen nun zu unseren Kurzmeldungen. Die SPÖ Niederösterreich fordert von der ÖVP die sofortige Beendigung der Koalition mit der FPÖ. Mikl Leitner hat darauf prompt reagiert und gemeint, ich würde mir eher die Hand abhacken. Der ehemalige Pressechefredakteur Rainer Nowak bekommt ein super Ressort in der Kronenzeitung. Ja, die Krone lässt den Nowak nicht verkommen. Ein Wiener hat nach 50 Jahren Wartezeit endlich einen Parkplatz bekommen. Da fragen Sie sich bestimmt auch, hat ihn seine Frau überhaupt noch erkannt, dass er dann endlich heimgekommen ist? 20 Frauen haben nach Silvio Berlusconis Tod ihren Unterhalt verloren. Ja, hoffentlich leiden die jetzt nicht unter Hunger, Hunger. Sie werden lachen, es wird ernst. Und heute wird es besonders ernst für Ihre Waage. Denn wir sind zu dick. Jeder zweite erwachsene Österreicher schleppt zu viel auf den Hüften mit und 1,2 Millionen Landsleute sind sogar fettleibig. Ein Grund dafür, wir ernähren uns sehr süß. Ha? Ja, Zucker ist allgegenwärtig. Aber fressen bei uns alle nur das, wovon schon der junge Gerald Groß nicht genug bekommen konnte? Schokoladezuckerl, Schokozuckerl, 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 Schokozuckerl. Nein, 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 mein kleines Zoffifee. Unsere heimlichen Zuckerbomben heißen fruchtiges Mineralwasser, Tiefkühlpizza, Instant Cappuccino, Fruchtjoghurt und Limonade. Auch deswegen unterschätzen 92% der Österreicher, wie viel Zucker sie eigentlich zu sich nehmen. Und da kommt im Jahr einiges zusammen. Jedes Jahr essen wir mehr als 33 Kilogramm Zucker. Umgerechnet 8.500 Zuckerwürfel im Jahr. Wenn man alle Zuckerwürfel, die ein Österreicher im Jahr isst, übereinander stapelt, kommt man auf einen Turm in der Höhe von 124 Meter. Ja? Fast so hoch wie der Stephansdom. Und ja, unser Grafiker findet es lustig. Das ist beinahe das Vierfache jener Menge, die die WHO für einen gesunden Lebensstil empfiehlt. Daher sind auch die Mediziner verzweifelt. Liebe Leute, im Schnitt essen wir 4-mal zu viel Zucker am Tag. Bitte denken Sie an diese Dinge und versuchen Sie, Ihr Verhalten etwas anzupassen. Und die lieben Leute passen leider gar nichts an. Das kommt den Staat seit Jahren ganz schön teuer. Experten zufolge werden in Österreich 10 Milliarden Euro jährlich für die Prävention und Behandlung der Folgen von Übergewicht und Zuckerkonsum ausgegeben. Zum Vergleich, das ist deutlich mehr, als Österreich 2022 ausgegeben hat für Justiz, Umweltschutz und Verteidigung zusammen. Gut, dafür sollte das Bundesheer in den nächsten Jahren bei der Truppenstärke sparen können, denn mittlerweile fliegt bei der Stellung schon ein Viertel wegen Übergewicht hinaus. Zu den Folgen von Übergewicht gehört allerdings nicht nur, dass man in der burgenländischen Einöde keinen Grenzzaun bewachen darf. Nein, die Folgen heißen auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und nicht-alkoholische Fettleber. Was? Nicht-alkoholische Fettleber? Das sagt also wirklich jeder Österreicher, das darf echt nicht sein. Hm? Ein Zuckerprodukt steht dabei besonders im Fokus der Medizin. Der Softdrink. Ein Kilo Obst zum Beispiel, da brauche ich schon, das sättigt mich deutlich mehr als ein vom Zuckergehalt jetzt vergleichbar einen Liter Softdrink, den kann ich halt auch mal relativ schnell runterstürzen. Ja, beim Softdrinks runterstürzen sind die Österreicher besonders gut. 67 Liter im Jahr waren dann eine heimische Speiseröhre durchschnittlich hinunter. Die Weltgesundheitsorganisation plädiert seit 2016 für die Einführung einer Steuer auf zuckerhaltige Limonaden. Das Modell für die Hersteller: reduziert den Zuckergehalt deiner Produkte oder zahl mehr Geld an den Staat. Dabei geht es gar nicht um die Mehreinnahmen für den Fiskus, sondern primär um einen Anreiz zur Senkung des Zuckergehalts von Softdrinks.
Ein Land in Europa hat bereits 2011 eine solche Gesundheitssteuer eingeführt. Ich präsentiere den Pionier gegen Süßes und Ungesundes, Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán. Tatsächlich, tatsächlich. Aber hier zu sehen, wie er mit einer orangen Barbecue-Händel-Pizza Italien den Krieg erklärt. Orbán ging wie auch sonst immer wieder mal den extremen Weg. Ja, für Softdrinks, abgepackte Kuchen, Koffein und so weiter hat er die Preise einfach raufgeschraubt. Europa springt jetzt langsam auf diesen Zug auf. Mittlerweile haben bereits 12 europäische Länder eine Form der Zuckersteuer eingeführt. Ein gutes Beispiel ist Großbritannien, denn 2018 fiel der dortigen Regierung auf, we are too fat. Selbst die englischen Pferde haben bemerkt, dass aus Great Britain Fat Britain geworden ist. Und das, obwohl Großbritannien seit Jahrhunderten im Besitz der erfolgreichsten Waffe gegen Übergewicht ist, nämlich der britischen Küche. Die britische Regierung hat also im April 2018 den großen Schritt gewagt. Für Hersteller von Softdrinks gilt dort seitdem die Sugar Tax. Und bei Getränken mit hohem Zuckeranteil wird eine Abgabe für den Produzenten fällig. Und siehe da, es funktioniert. Fanta zum Beispiel reduzierte den Zuckergehalt seit Einführung der Steuer um ein Drittel. Von 23 Gramm auf 15 Gramm Zucker pro Dose. Zum Vergleich, dieselbe Menge Fanta enthält in Österreich 34 Gramm, also mehr als das Doppelte. Auch beim Konsumenten hat das britische Modell gewirkt. Der Zuckerkonsum der Briten reduzierte sich bereits nach einem Jahr um ein Zehntel, also um 3 Zuckerwürfel pro Woche. Bei jungen Mädchen sank die Adipositasrate um 8%. Allein so wurden mehr als 5000 Fälle von Fettleibigkeit verhindert. Wenn sich die Zuckersteuer jetzt auch noch in Kanada und Australien durchsetzt, wird aus dem Commonwealth bald der Common Health. Ja, und wie schaut es aus in Österreich? Seit 2012 wird von kleineren nationalen Herstellern und von den Eigenmarken der Supermärkte versucht, schrittweise den Zuckergehalt in Getränken zu senken. Dort hat das auch recht gut funktioniert. Aber den großen Herstellern ist es hingegen seit Jahren eher wurscht. Ja, Coca-Cola kündigte 2017 vollmundig an, dass man bis 2020 den Zuckergehalt weiter reduzieren werde. Und wie sieht es heute beim klassischen Cola aus? Keine Veränderung, nichts, nada, zero. Coca-Cola hat nämlich 6 Jahre nach der Ankündigung in Österreich noch immer genau gleich viel Zucker. Und welcher Softdrink wird hierzulande am meisten getrunken? Richtig, Coca-Cola. Und Zuckerregulierungen von offizieller Seite, die sucht man in Österreich sowieso vergeblich. Ne? Vorschläge wie eine Lebensmittelampel, eine Einschränkung von Werbung für Kinder oder eben die Zuckersteuer auf Softdrinks wurden bisher ignoriert. Die Mediziner wissen daher genau, von wem sie Hilfe brauchen. Also wir haben eigentlich in unserer Fachwelt global das Gefühl, dass wir Hilfe von der Politik brauchen, damit breit gesellschaftliches etwas passieren kann, dass wir diesem Phänomen zumindest in Maßen entgegenwirken können. Fassen wir zusammen. Österreich wird immer dicker und gibt jährlich Milliarden Euro für die Folgen von zuckerbedingten Krankheiten aus. Wieso reagiert der Staat hier also nicht, wie auch bei Zigaretten oder Alkohol? Wieso hebt er keine Steuern ein, die die Kosten für die Gesellschaft abfedern? Stattdessen lässt die Politik den Herstellern freies Spiel und vertraut darauf, dass die Kunden das Kleingedruckte lesen. Das wird viel bringen. Ich sage, wir brauchen eine Zuckersteuer und wir brauchen eine klare Kennzeichnung, denn wir wollen leicht erkennen können, wo wie viel Zucker drinnen ist, damit wir uns in Zukunft gesünder ernähren und uns dann auch einmal bewusst entscheiden können für Schokoladezuckerl, Schokozuckerl, Schokozuckerl. Das war's auch schon wieder für heute von Gute Nacht Österreich. Der Zucker war übrigens auch Thema auf der Landeshauptleutekonferenz letzte Woche in Villach. Haben Sie die Abschlusspressekonferenz gesehen? Und ich kann Ihnen nur sagen, ich habe seine Kaisertorte nachhaltig an den Hüften. Danke, danke auch für dieses späte Bekenntnis. Aber ich weiß, dass du mit der vielen Arbeit, die du hast, das sehr, sehr rasch wieder diese kaiserlichen Anschmiegsamkeiten verlieren wirst.
Kaiserliche Anschmiegsamkeiten? Wieso kann der Kärntner Landeshauptmann nicht einfach sagen, danke für die netten Worte und aus? Jetzt habe ich Bilder im Kopf, bei denen kann ich nur eines sagen, gute Nacht, Österreich.